Die Hauptdarstellerin Katie Featherstone behauptet von sich selbst, dass sie die Paranormal-Filme nicht alleine angucken kann. Die hat gut reden. Paranormal Activity gehört zum Genre des Found-Footage-Films. Der erste wirklich bekannte Found-Footage-Film ist Cannibal Holocaust aus dem Jahr 1980. Der Film wurde als echt vermarktet und wurde so ernst genommen, dass der Regisseur sogar wegen Mordverdachtes vor Gericht musste. Er hatte seine Schauspieler vor dem Filmstart dazu verdonnert, abzutauchen, damit der ganze Film glaubwürdiger wirkte. Er musste sie dann aber doch vor Gericht als Zeugen auftreten lassen, als Beweis dafür, dass sie noch lebten und nicht von Kannibalen gefressen wurden. 1999 dachten auch viele Zuschauer, dass The Blair Witch Project echtes Filmmaterial sein. Paranormal Activity war damals so verstörend, dass sich einige Zuschauer sogar übergeben mussten. Regie beim ersten Paranormal Activity führte Oren Peli im Jahr 2007 und dieses Jahr legte er nach, und zwar mit dem Mutantenschocker Chernobyl Diaries. Er ist gleichzeitig Videospielprogrammierer und der erste Film wurde komplett in seinem eigenen Haus gedreht. Auf die Idee für den Film kam er, weil seine Frau unheimliche Geräusche gehört hatte, die aus dem Kühlschrank kamen. Ist bestimmt nur der Frischkäse, der spricht, oder? Der Kühlschrank hat allerdings nur Eiswürfel produziert. Der Low-Budget-Film wurde dann von Paramount Pictures gekauft, die kurzerhand das Ende neu drehen ließen. Die Idee dazu kam von niemand Geringerem als Steven Spielberg, der den Film vorab sehen durfte. Spielberg soll sich beim Anschauen des Films so gegruselt haben, weil er damals alleine zu Hause war, dass er ihn nicht bis zum Ende anschauen konnte. Zurzeit gibt es 4 Paranormal Activity-Filme und viele Nachahmer, die versuchen, den preisgünstigen Look des Films zu imitieren. In Japan wurde ein eigenes Sequel zur Serie gedreht, und zwar Paranormal Activity Tokyo Night. Es gibt zahlreiche Spoofs und Spin-offs der Franchise, wie zum Beispiel Paranormal Captivity. Miau. In Italien gingen bei der Polizei nach Veröffentlichung des ersten Films Dutzende Notrufe ein. Der Grund? Panikattacken. In einer geschickten Marketingkampagne konnten die Zuschauer in den USA abstimmen, welchen der Kinos der Film zuerst zu sehen sein sollte. Damals startete er nur 12 Sälen. Wegen der geringen Produktionskosten wird er als der erfolgreichste Film aller Zeiten gehandelt. Die Produktionskosten beliefen sich auf $15.000, aber weltweit spielte er über 193 Millionen ein. In den Niederlanden erschien der Film 2010 auch auf VHS, und zwar unter dem Motto Videoband machte Comeback. Was? Oh, das habe ich mir gedacht, das ist spannend jetzt. Der Parapsychologe Christopher Chasen, der zusammen mit Dan Aykroyd die Show Psi-Faktor produziert, wurde benutzt, um die Filme international zu vermarkten. Aykroyd kennt sich mit Geistern bestens aus, er ist immerhin einer der Original-Ghostbuster und glaubt auch in der Realität an übersinnliche Erscheinungen. 99% der Dialoge in Paranormal Activity waren improvisiert. Das merkt man auch. Das Ding ist verdammt groß und beeindruckend, und dieses Licht ist echt. Ja, bitte küsst die Kamera, ja? Die erfolgreichste Geisterfilmreihe vor Paranormal Activity waren die Ringfilme. Die Story um die unheimliche Samara mit der einprägsamen Haarpracht brachte es auf über ein Dutzend Kinofilme, TV-Filme, Serien und Remakes. So viele Folgen können die bösen Wesen aus der Poltergeist-Reihe nicht verbuchen. Dafür soll sie von einem waschechten Fluch befallen worden sein. Und während der Dreharbeiten zur Trilogie verstarben insgesamt 5 Mitglieder von Cast und Crew, unter anderem auch die Hauptdarstellerin Heather O'Rourke, die die kleine Carol Ann in allen 3 Poltergeist-Filmen spielte. Sie war gerade mal 12 Jahre alt. Paranormal Activity 5 ist bereits beschlossene Sache. Während der schöne Zombie-Animationsfilm Paranorman wohl leider nicht fortgesetzt wird. Was echt schade ist. Wir wollen Paranormal Activity!